Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Zuallererst wollte ich mich ganz offiziell bei dir entschuldigen, weil ein komplett falscher Eindruck entstanden ist, und zwar der, dass ich diesen Kanal hier komplett dicht gemacht habe, was aber nicht der Fall ist, sondern ich wollte dich davor bewahren, dass in dieser Zeit, die schon schwer genug ist, noch mehr Elend und Leid irgendwie für dich sichtbar und spürbar ist. Denn im Moment, man hat es wahrscheinlich schon erahnt, da ich mich so komplett seit Ende Dezember nicht mehr gemeldet habe, dass es mir nicht gut geht. Aber ich möchte jetzt endlich wieder für dich da sein, gerade weil die Zeiten schwer sind. Sie waren auch für mich nicht einfach und werden es auch noch längere Zeit wahrscheinlich bleiben. Nicht nur wegen Corona, sondern meine Gesundheit hat in der letzten Zeit enorm herumgesponnen. Ich habe immer noch Probleme. Zum einen immer noch mit den Schmerzen, das wird immer ein Teil von mir sein, aber zurzeit ist da eben noch der Ischias-Schmerz, eine Wunde, die nicht verheilen will, die offen bleibt und schmerzt. Ja, und meine Psyche ist auch nicht gerade die beste aktuell, deswegen habe ich mir gedacht, es ist einfach das Beste, wenn ich mich gar nicht melde, aber jetzt weiß ich, dass das gar nicht das Beste war, sondern dass das ein Fehler war, dass eben dadurch, ja, du wahrscheinlich noch mehr gelitten hast und gedacht hast, ja, scheiße, jetzt lässt sie mich hier auch noch komplett alleine. Aber das wollte ich so nicht. Ich wollte dich einfach nur vor den Negativitäten oder vor der Negativität, die mit an mir haftet, nicht zu dir noch rüberkommt. Weil ich glaube, aktuell hat jeder genug zu tragen durch Corona. Und ja, deswegen kam nichts von mir. Ideen hatte ich natürlich genug, aber auch die Lust, es umzusetzen, fehlte mir leider. Aber ich möchte ab jetzt wieder da sein. Ich hoffe auch, dass ich jetzt viel positiver in den Prozess des Videoschnitts gehen kann, weil ich meinen PC aufgerüstet habe und habe die große Hoffnung, dass jetzt nichts mehr abschmiert. Also zum Glück hast du nie gesehen, wie sehr ich mich aufrege, während ich meine Videos am Schneiden bin, weil das Programm sich immer wieder geschlossen hat. Und wenn es dann ans Rendern ging, war das Ärgernis leider noch nicht vorbei, sondern ich musste andauernd die Nacht das immer wieder neu starten. Also ich konnte nicht ruhig schlafen, sondern immer wieder gucken, ja, läuft's Rendern noch oder ist es wieder abgeschmiert und ich muss wieder komplett von neuem beginnen mit dem Rendern. Also mit dem Prozess, wo aus dem Projekt quasi die richtige Videodatei wird, die ich hochladen kann. Ja, es ist nicht immer alles einfach, gerade nichts, was mit mir zu tun hat, aber ja, ich hoffe, ich kann jetzt einfach wieder hier richtig durchstarten. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich habe schon damit begonnen, hier auch wieder ein bisschen mehr zu machen, wieder ein bisschen aus mir mehr zu machen. Ich habe mich die letzten Monate eigentlich nie geschminkt, was mir auch kein positives Gefühl gegeben hat, weil irgendwie, ja, dann das Gefühl da war, andere können mir noch mehr ansehen, wie schlecht es mir geht. Den Ischias-Schmerz habe ich jetzt schon so seit gut 2 Monaten. Bald ist der 3. Monat, wo ich es habe. Und ich glaube, jeder, der den Schmerz irgendwie schon mal hatte, kann auch gut nachvollziehen, wie sehr man da leidet. Weil es eben nicht nur an einer kleinen Stelle wehtut und nicht nur mal kurz, sondern die ganze Zeit vom Bein bis in die Hüfte, in den Rücken. Weil einfach dieser Nerv komplett einmal durchs Bein läuft vom Rücken lang. Und ja, wenn der einmal wehtut, da hat man nicht so wirklich Freude dran. Ja, aber genug der Gefühlsduselei und des, ja, des Berichtens von negativen Sachen. Ich hoffe einfach, dass ich wieder ein paar positive Sachen bringen kann. Und zwar habe ich demnächst vor, ein bisschen was mit den Haaren zu machen und dir das dann so zu zeigen. Ich hatte auch schon gefragt auf Instagram, ob ihr euch ein Tutorial wünscht zu Locken. Und zwar habe ich eine, ja, neue Methode für mich entdeckt, die man aktuell eigentlich überall sieht. Man kommt nicht drum herum. Und ich fand, die Locken sahen dadurch ganz gut aus. Und das wollte ich dir halt noch zeigen. Und ich habe auch noch ein Gerät zum Austesten. Und viele weitere Sachen warten natürlich auf dich. Und ja, ich hoffe einfach, ich schaffe das jetzt die nächste Zeit wieder komplett für dich da zu sein. Und auch wieder für mich selbst da zu sein, weil ich habe mich auch etwas hängen lassen.
Aber ich glaube, das ist verständlich mit Schmerzen und so. Ich bin die letzten Wochen und Monate auch nur sehr, sehr selten rausgekommen. Wir gehen nur noch einmal die Woche, wenn überhaupt, einkaufen. Wenn es halt wirklich nötig ist, dass wir was kaufen müssen. Ja. Aber ich hoffe, ich kann dir auch ein bisschen Positives wieder zurück in diese Zeit bringen, dass mir das irgendwie möglich ist. Weil das ist das Einzige, was ich irgendwie erreichen möchte, dass ich halt jemanden inspiriere, motiviere, irgendwie aufheitere. Genau das ist dann das, was meine Videos bringen sollen, was ich erreichen möchte. Und ja, ich hoffe, ich schaffe das einfach, auch wenn mir gerade eben fast die Tränchen kamen. Ich glaube, das hat man gesehen. Ich hoffe, dir geht's aktuell gut. Schreib mir mal gerne, wie es dir geht. Ich versuche auch jetzt wieder auf alle möglichen Kommentare einzugehen. Ich habe halt mich komplett zurückgezogen. Man hat es auch auf Instagram gemerkt. Ich habe irgendwann mal versucht, mich wieder zurück in die Online-Welt zu holen. Aber das hatte halt nur ganz kurz geklappt. Ich habe zwar einiges gehabt, was ich posten könnte, aber dann habe ich mir gedacht, wer will's sehen? Oder will überhaupt jemand was von mir sehen? Ja, und so hat sich das überall durchgezogen. Jetzt muss ich es irgendwie wieder schaffen. Und ich möchte halt nicht, dass du irgendwie wegen mir frustriert bist, nur weil eben der Eindruck entstanden ist, dass ich hier komplett alles abgebrochen habe. Aber solange meine Videos online sind und noch sichtbar und alles, kannst du davon ausgehen, dass ich weitermachen werde. Ich habe halt nur immer wieder mal einen Durchhänger, allein schon durch die Gesundheit. Und ja, ich glaube, erst ein richtiges Anzeichen dafür, dass es irgendwie mit meinem Kanal vorbei ist oder dass hier es mit mir vorbei ist, wenn alles gelöscht worden wäre. Ich hoffe auch, dass YouTube niemals auf die Idee kommt, mich einfach zu sperren oder so. Aber ja, I'm back. So hoffe ich zumindest. Also das hier ist jetzt schon mal ein guter Anfang. Jetzt habe ich schon wieder ewig gelabert. Ich hoffe jedenfalls, dir geht es gut. Ja, ich drücke dir den Daumen, wenn es dir nicht gut geht und fühle dich umarmt, dass es dir bald wieder besser geht. Ich bin zurück. Ich hoffe, du kannst jetzt etwas beruhigter sein wegen mir und regst dich nicht weiter auf, wenn du zu denen gehört hast, die irgendwie sich aufgeregt haben oder traurig waren. Das wollte ich echt nicht erreichen. Ich wollte wirklich nur, dass nicht weiter das ausgedehnt wird mit den negativen Energien und so. Ich will, oder mein Anreiz ist halt immer, dass hier alles positiv bleibt. Und ja, sonst hätte wahrscheinlich das Negative überhand genommen. Das tut es ja im realen Leben hier schon genug. Und ja, ich möchte halt ein gewisser Safe Space sein. Und ich glaube, das hätte ich nicht so richtig gewährleisten können. Zumindest hatte ich selbst das Gefühl für mich, ich kann es nicht. Also wollte ich niemanden mich zumuten. Und habe deswegen, ja, es war aber falsch. Ja, deswegen mein herzliches Danke, dass du immer noch da bist und eine große Entschuldigung. Sonst habe ich jetzt auch nichts weiter für jetzt zu erzählen. Ich habe schon wieder ewig gelabert und nichts gezeigt, aber ich hoffe, du kannst mir verzeihen und ja, ich versuche es jetzt einfach mal wieder. Ich wünsche dir einfach nur das Beste und wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.